Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS22 auf der Clayton Pylon. Ich vergesse den Map-Namen immer. Sind hier gerade am Sehen vom Raps. Das ist auch das einzige, na außer Ölrettich jetzt. Das Ölrettich habe ich auf die beiden Felder gepackt. Hier ist jetzt Raps drauf. Und wir haben GPS. Wenn man überlegt, wie lange den LS jetzt schon gibt. Nach 8 Tagen. Dass nicht das normale GPS, dass dieses auf GitHub Vehicle Control, weil den hatte ich nie benutzt. Ich habe immer GPS genommen. Aber das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe mir das schon auf eine Taste extra gelegt für aktivieren, deaktivieren. Macht das Leben echt leichter. Wie gesagt, hier die Kombi mit Kreiselecke natürlich. Denn will ich nie noch später, wie gesagt, da gibt es jetzt auch schon genug von Mario Hirschwert, Kornhub. Da kann man so viel einstellen, da müsst ihr euch dann mal selber gucken. Ich habe mit Bremsen kannst du verringern, dann bremst er nicht mehr so stark. Also ganz viel. Einige Funktionen gibt es noch nicht. Weil wie gesagt, 8 Tage nach dem LS erscheinen, ist das schon da. Wenn klar, dass nicht alles geht. Man kann irgendwie hier diese Bahn verschieben eigentlich. Geht nicht. Finde ich jetzt auch nicht so wild. Oh, die Hänger müssen wir noch wegbringen. Mit den Steinen. Wie gesagt, ich will mir hier hinter, also da hinten, das Feld kaufen. Dann machen wir es doch einmal gleich größer, machen ein bisschen Wiese weg. Aber das Baumwolle, das mulchen wir dann unter. Ich habe schon mal so ein bisschen probiert. Die Mulcher brauchen, weiß ich was. 150 PS. Der hat hier, glaube ich, 200... Achso, das macht er ja automatisch. Der Fendt hat 246. Wenn wir mal hier reingucken. 70. Ne, den hatte ich nicht ausprobiert. Hier 130, 150. Das schafft der Schlepper hier nicht. Ich fahre denn 2 km/h, ich habe es mal nämlich vorher erstmal ausprobiert, ob das alles überhaupt so passt. Und der schafft das nicht. Der fährt 2 km/h und wenn es vielleicht noch bergauf geht, dann bleibt er sogar stehen. Ist schade. Also wir werden dann beim nächsten Mal mulchen. Ich werde mir einen Trecker mieten, weil dann müssen wir auch pflügen, weil wir das Feld vergrößern wollen. Nennen wir gleich den auch den etwas leistungsstärkeren Trecker. Aber auch hier, ne, dass die so ein bisschen unterschiedlich mal hoch und runter gehen. Doofe ist, müssen echt überlegen. Weil hier drüben, aber gut, das könnten wir auch mit der Messerwalze machen. Dafür müsste der ja reichen.
Aber wir müssen dann den Ölrettich auch irgendwie einarbeiten. Also brauchen wir gar nicht so weit fahren. Fahren ja nochmal hoch, weil jetzt hier auch so ein bisschen die Spurrichtung gibt. Aber ist doch herrlich, ne? Dann kommen wir jetzt immer hier genau Spur an Spur. Kein Arbeitsverlust mehr. Oder Arbeitsbreitenverlust. Erkennt. Oh. Ach, der war nicht. Ah ja, genau, da oben sieht man die Gradzahl und Arbeitsbreite. Wenn die nicht passt, kann man die, glaube ich, auch manuell einstellen. Hat mit dem Mulchen. Müssen wir nämlich mal gucken. Wie gesagt, jetzt werden wir erstmal einen Traktor mieten. Bei Gründüngung wird die gemulcht oder auch sogar noch mit Messerwalzen gemacht? Ja, ist drin. Weil ich habe auch gesehen, dass sie über so Gründüngung mit Messerwalzen gefahren sind hier von. Ach, wie heißen die? Köckerling nicht. Ah, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Eigentlich bräuchte ich kein Vorgewende machen, aber wir machen mal. Aber ich denke mal, im Wachstum nachher sieht man das nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt hier einmal, weil wir pflügen mussten, Bodenlockerung gemacht, mit Tiefenlockerer. Haben den Steine gesammelt. Haben hier einmal Kalk draufgehauen. Und jetzt sehen wir also quasi, wir machen jetzt mit der Kreiselecke eine Bodenbearbeitung, arbeiten den Kalk vielleicht so ein bisschen ein. Vielleicht macht man das nicht direkt. Kalken. Und sehen. Vielleicht muss der Kalk ein bisschen arbeiten, aber eigentlich. Ja, vielleicht muss er ein paar Tage irgendwie in der Erde sein. Aber wir machen das gerade so. Aber auch schöne Kombi. Aber ich kann mir nicht schon wieder, weil ich hätte überlegt, vielleicht es gibt ja die Arbeitsbreite noch mal größer mit dem Fronttank und wo hinten nur die Seeschare und quasi das Saatkorn von vorne nach hinten gepustet wird. Finde ich irgendwie schick, die Kombi. Aber dafür brauchen wir auch einen größeren, aber wir können uns echt keinen leisten. Nehmen wir mal hier irgendwo in die Mitte reinzufahren. Denk mal. Hier ist eigentlich bestimmt. Ne, fahren wir mal ein weiter. Was passiert, wenn man so? Ne, da geht er auch sogar an die Spur. Wie gesagt, wir probieren immer auf Fluglos zu arbeiten, außer jetzt, wenn wir die Felder vergrößern, dann kriegen wir das auch ein bisschen mal mit den Flügen hin. So, dann fahren wir jetzt bloß rechts rum. Wie sagen, das kann man halt jetzt. Könnte man auch. Na, das schaffen wir noch, vielleicht. In jede Richtung. Man kann da noch die Gradzahl ändern.
wie genau er arbeiten soll, wenn ich mit Trecker mich ausrichte, ob der fast die gleiche Spur annimmt oder nur ganz leicht, vielleicht ein bisschen links, rechts oder halt ein bisschen größer in 15 Grad Schritten, 25, 22 glaube ich und bis zu 1 Grad. Also, top, danke an die Modder, da der so schnell einen Spurassistent nennen will. Also GPS vielleicht nicht ganz richtig. Aber dann können wir nachher auch mal wieder in Ansicht fahren. Vielleicht werden wir noch den Tag mulchen. Irgendwie konnte man noch einstellen, wenn man nach rechts lenkt, guckt er auch automatisch so ein bisschen nach rechts. Oder lenkt man nach links, guckt er ein bisschen automatisch nach links. Und ich glaube, wenn man rückwärts fährt, guckt er automatisch nach hinten. Kann man sich ein- oder ausstellen. Jeweils. Ob in dieser Version geht es noch nicht. Ich habe es auch noch nicht aktiviert. Sagen wir mal ehrlich, ich habe es noch nicht gefunden. Aber der Sound ist schon. Ich hätte mir doch vielleicht mal einen 900er Fan kaufen müssen. Dann hätte ich das Problem nicht, dass ich Arbeitsgeräte mieten müsste. Aber egal, so gehen wir mal die Arbeitsmaschinen durch. Bisschen Trägervarianten. Weil eben so diese Kabinengeräusche jetzt auch da sind, ne? Dass hier irgendwie so ein bisschen Plastik wackelt. Das gefällt mir, das macht. Ich sag mir, wo ich den mal ausprobiert habe mit dem Mulcher, da ist er bei 20.000 Umdrehungen. 20.000. Im roten, bei 2000. Bei 2100 gewesen. Obwohl er mehr Leistung hat als benötigt, schafft er einfach nicht den Mulcher. Eigentlich schon komisch. Der ist unten. Egal, so nehmen wir mal einen anderen Träger. Dann mache ich ihn wieder oben ein bisschen. Müssen wir denn glauben? Das sind noch zwei Spuren, oder? Schon mal die erste Frucht und irgendwie, wenn man flache Grobbearbeitung macht, kommt das Unkraut wohl schneller durch, als wenn ich jetzt pflügen würde. Das ist irgendwie jetzt so auch ein bisschen im Spiel drin.
Oder wenn ich halt ein bisschen tiefer grober. Wohl auch ein bisschen langsamer als nur, wenn man mit der Scheibenecke rüber geht, ein paar Zentimeter tief und. Ist schon toll geworden. Ja, okay, Standard-Maps sind immer nicht ganz so toll. Kann man das sagen? So, dann fahren wir jetzt hier gleich noch in die Mitte drunter. So, liebe Leute, ich werde denn das hier noch fertig machen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge beim Mulchen. Mal gucken, was wir für einen Traktor nehmen. Vielleicht New Holland, diesen T9, T7, was hier im Spiel gibt. Mal schauen. Ich sage aber recht herzlichen Dank fürs Zusehen und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Macht's gut, Leute.